Herzlich willkommen, Leute, zu diesem weiteren Part Star Wars Jedi Fallen Order, beziehungsweise sogar dem letzten, also höchstwahrscheinlich letzten Part des Games. Denn wenn wir jetzt mal hier auf die Karte gucken, auf unserem letzten Planeten Kashyyyk, sehen wir jetzt, 7 Kisten fehlen tatsächlich nur noch und 8% sind noch nicht erkundet. Erst jetzt, in dem Bereich, in den wir jetzt kommen, fehlt wieder was. Und dann sind das nur noch so 2 unterschiedliche Bereiche. Und grundsätzlich, wie gesagt, geradlinig geht's ja voran nur noch. Und halt einmal noch was Unerkundetes oder halt dieses Gelbe, was man ja vorhin gesehen konnte, wo wir noch nicht waren. Da sollte noch was sein und hier ist auch direkt schon die erste Kiste. Ich glaube, der Bereich, in dem wir jetzt gerade sind, der ist auch sehr, sehr klein. Also das ist ja alles, glaube ich, nur Wasser. Aber hier sind 3 Kisten insgesamt schon von den... Also, nee, doch, 3 von den 7, ne? Ungefähr so. Ist aber auch egal, wie viel jetzt genau. Wir suchen die einfach mal. Ah, scannen. Haben wir auch hier etwas? Auf einem anderen Bildschirm, da erkennt man das von den Farben her, glaube ich, ein bisschen besser. Ist sowieso, glaube ich, ein bisschen weird. Ich muss mal kurz erklären. Hier ist ein Fernseher. Darauf spiele ich normalerweise immer. Aber ich habe mich jetzt ein bisschen hier gedreht und spiele eigentlich mehr auf dem Monitor, wo auch der PC dran ist, mit der Aufnahme. Der ist da. Da ist halt auch die Kamera. Mich hat halt so hingesetzt, damit es nicht so weird ist, wenn ich die ganze Zeit in eine andere Richtung gucke, was ich jetzt trotzdem machen muss. Lol, und ich habe mich jetzt gerade auch irgendwie ein bisschen verlaufen hier. Ich kann nochmal kurz gucken, ob hier wirklich nichts... Ah, lol, da hinten ist sogar was. Na gut, hier sind so ganz kleine Abschnitte. Ich glaube, damals, als man auf Kashyyyk war, konnte man das schon tauchen? Ich glaube nicht, dass man da schon tauchen konnte. Also kann ich mir nicht vorstellen, sonst hätten wir das höchstwahrscheinlich ja schon. Gut, Lichtschaltmaterial. Dann gucken wir erstmal auf die Karte. Eine Truhe fehlt noch und... Lol. Ist gerade irgendwas an der Karte falsch. Oh, lol. Bin ich in den... Ich bin nicht hier ein bisschen zu früh abgesprungen. Ist das Wasser hier nicht verzeichnet auf der Karte oder wie sieht's aus? Ja, lol. Ich hätte jetzt eigentlich mal... Ich bin mir gerade noch unsicher, ob unter Wasser eine Kiste ist oder nicht. Ja gut, der Bereich zieht sich jetzt nur noch bis da hinten. Ich guck mal ganz schnell, ob hier irgendwas sein kann. Sieht aber eher weniger danach aus. Nee. Nee. Hier geht's dann jetzt ja schon wieder ganz woanders hin. Da brauchen wir eigentlich gar nicht erst zu gucken. Also irgendwo hier im Wasser oder... Ja, wir schauen mal hier kurz. Es sollte nicht allzu schwierig so werden. Hier alles noch zu sammeln. Das ging jetzt allein gerade von den Kisten her. Und so schnell, ich habe gar nicht realisiert, dass hier jetzt schon... dass hier nur noch eine jetzt fehlt. So. Gucken wir doch mal hier. Das sah gerade interessant aus. Lol, tatsächlich. Ich dachte eigentlich, man könnte da vielleicht unten irgendwo hertauchen. Aber man muss einfach nur tauchen, glaube ich, und dann, Natürlich hast du. Ja, keine Ahnung. Wie soll man das sonst sehen? Ich glaube, man kommt von nirgendwo dahin sonst. Ja, man muss halt da. Man muss halt hier ordentlich sich umgesehen haben. Aber dann findet man das eigentlich. Also, lol. Können wir direkt weiter. Easy going. Sieht man, wir haben jetzt schon 3 Kisten. Ich denke mal, es ist jetzt sogar ein relativ kurzer Part hier. So, jetzt sind wir hier wieder. Kommt mir auch bekannt vor. Was müssen wir denn jetzt überhaupt noch finden? So. Macht Echos, schätze ich mal, ne? Okay, das haben wir ja schon. Hier fehlt ja wirklich nur noch Erkundung. So wie ich es jetzt vorhin gesehen habe. Ah, da oben, guck mal.
Wie kommen wir da denn am besten hin? Okay, okay, okay. Ah, okay, da oben lang. Irgendwo. Da hinten. Ach, ist das vielleicht... Ist das nicht sogar schon... lol, das ist schon dieses... habe ich gar nicht dran gedacht. Hier ist ja noch was, was sogar auf der Karte als nicht erkundet gezählt wurde. Lol. Gar nicht mehr dran gedacht. Also, nicht mehr so extrem. Ich merke gerade, das Licht ist gerade richtig komisch. Also, meiner Fresse hier, so von der Seite. Wieso ist das so gelb? Was? Als ob es das jetzt schon hier war. Wie easy ist das bitte? Ja gut, aber habe ich auch eigentlich nichts gegen, ne? Shit. Wo lang jetzt? Hier lang. Da hinten ist es halt, okay. Oder die Liane oder was auch immer. Hm? BD? Wollte der gerade irgendwas? Okay. Wir sind ja eh hier mit der Erkundung durch. Du langweilst mich. Na. Mit dem müssen wir uns eigentlich gar nicht mal abgeben. Langweilig. Ah, man fällt hier einfach durch. Wir haben ja eh alles durch hier. Wobei, ich muss auf die Karte gucken, wo dann die Grenze ist zu dem Teil. Boah. Wo wir dann nicht mehr alles haben. Wo wir wieder Sachen sammeln müssen. Alter, was ist das denn hier? Ist immer noch, okay. Einfach weiter. Einfach vorbei an diesen... Ranz. Okay, hier kommen jetzt wieder die großen Bereiche. Aber war das nicht sogar auch was, wo nur Erkundung fehlt? Ja. Lol. Also müssen wir hier auch theoretisch nur irgendwo ein Machtecho finden. Ist da hinten das direkt? Als ob. Man kann von hier hinten das Machtecho schon sehen, oder? Es kommt mir jedenfalls gerade so vor. Das ist ja eins, oder? Ich glaube, tauchen konnten wir damals hier noch gar nicht, ne? Jetzt, wo ich's... Obwohl, doch, doch. Ah, jetzt... Ja, jetzt erinnere ich mich auch wieder. Stimmt, das, Atemgerät-Dings da, was wir zum Tauchen brauchten, haben wir ja sogar hier auf Kashyyyk kurz vorher bekommen. Also kurz bevor das... Ich muss jetzt mal die... So, jetzt ist das Licht halt ein bisschen schlecht von der einen Seite, aber... Denke ich besser als so komisch gelb. Ich experimentiere jetzt kurz mit dem Licht. Ich experimentiere gerade mit kurz. Okay, so klappt es überhaupt nicht. Da ist der. Wobei, mir kommt das gerade alles. Also das Machtecho kommt mir gerade sehr bekannt vor. Ich glaube, das hatten wir sogar schon mal gesammelt. Ja, das ist wieder dieses richtig schlechte Speicherpunkt-Zeugs in dem Spiel. Hä? Aber es ist nicht ganz erkundet, okay. Aber es war ein Machtecho. Als ob das jetzt nichts ausgemacht hat. Oh mein Gott. Wieder mal diese Todesblindheit. Absolut am Start gewesen, scheinbar bei mir. Nice. Ich spüre die Macht hier überall. Wait. Hä, aber, warte mal. Ich weiß noch, glaube ich, dass ich mich damals, als er einfach nur gesagt hat, die Bäume. Weiß ich noch, da habe ich mich übelst weggelacht. Das war, glaube ich, wieder mal ein Machtecho, was ich irgendwann gesammelt habe, aber wegen diesen gottverdammt schlechten Speicher-Dingern hier in dem Game. Grundsätzlich kann man da, glaube ich, einfach sagen, dass in dem Spiel sehr komische Stellen gespeichert, an sehr, sehr komischen Stellen nur gespeichert wird oder überhaupt leider nur sehr selten gespeichert wird, heißt, verreckt man einmal, brett weg, alles. Teilweise auch aus sehr großen Bereichen, wo man sehr lange für gebraucht hat. Ja, Mann. Toll. So, aber wir sind ja zum Glück fast durch. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr geguckt, ob das Machtecho jetzt die 100% voll gemacht hat da. Wenn nicht, dann ist sowieso hier alles vorbei. Aber gut, okay, das sind die Schattenlande noch. Ja, der Ursprungssee ist durch. 4 Kisten, also noch 5% Erkundung hier
geht's weiter, Leute. Gut, gut. So, gut. Jetzt müsste es hier aber in diesen Bereich reingehen. Wo uns noch eine Kiste, glaube ich, fehlt. Und auch noch Erkundung? Ich bin mir nicht sicher. Muss ich noch weiter hoch? Nee. Okay. Schauen wir mal. Ein bisschen Erkundung fehlt noch. Okay, und eine Kiste. Hoffentlich nicht allzu schwierig. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal straight durch. Ah, da oben, lol. Wie kommt man da hin? Lol. Ah, wait. Ganz easy. Oder? Naja. Muss mal gucken. Lol, wie soll man da denn hin? Ach so, da hinten kann man. Oh. Ich glaube, wir killen die erstmal. Willst mir hier nicht unnötig schwer machen durch. Wobei, ich glaube, ich mache es mir schwer, gegen den Keck zu kämpfen. Oh, mach doch Macht. Ja, geschafft. Gut. Wie kommen wir denn hier am besten runter? Hier? Okay. Lol. Ach lol, das ist auch so easy. Wieso habe ich denn das noch nie gemacht? Lost. Sehen wir es uns an. Okay. Was? Das war's schon wieder in dem Bereich. Lol, als ob das jetzt Erkundung und die Kiste zusammen direkt waren. Also. Die Kiste, das einzige war, was unerkundet war. Lol. Ja, okay, vielleicht dieser Weg. Der war vielleicht vorher noch nicht verzeichnet. Ist mir auch eigentlich egal. Ich würde sagen, wir gehen direkt durch weiter. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr kurzer Part. Zumal ich ja eh schon alles zum Spiel gesagt habe. Wie gesagt, ein paar Sachen regen mich auf. An der PlayStation sieht das Spiel im Vergleich zum PC echt nicht geil aus, muss man sagen. Also ich habe mir jetzt schon sehr oft wieder PC-Gameplay angeguckt. Bin sogar fast davor schon gewesen, mal mir das Spiel nochmal für den PC zu kaufen. Weil es halt so viel besser läuft. Und so viel besser aussieht. Selbst an meinem... Na wohl doch, mein PC ist inzwischen ja schon ein sehr stabiles Teil. Also... An der PS4 ist echt nicht so geil, muss man ganz ehrlich einfach sagen. Ist nicht toll. PlayStation 5 wäre es vermutlich machbarer, aber auch, glaube ich, noch nicht mal so krass wie an meinem PC jetzt. Also man weiß ja ungefähr, was in die PlayStation 5 so für Hardware kommt. Gesamt kann man sagen, ist ein geiles Spiel, ich weiß, ja, lol. Ja, was habe ich sonst noch so an Kritikpunkten gehabt immer? Hat sich jetzt was dran geändert? Ich glaube nicht. Speicher, das Einzige, was ich eigentlich kritisieren kann an dem Spiel ist, um es jetzt mal zu kurz zu fassen, die Speicherpunkte und... Ja, lol. Bei mir halt jetzt, dass die PS4-Version selbst auf einer Pro laggt. Die Grafik selbst ist schon einfach schlecht. Wenn man es mit einem 3D-PC vergleicht, da ist es halt sehr viel dunkler am PC alles. Aber das sieht auch viel realistischer aus. Finde ich. Also insgesamt soll die... Finde ich die Grafik einfach viel besser am PC. Ja, lol. So viel dazu, ne? Was? Das sind 3 plus dieses andere Vieh? Das ist ja asozial. Das ist ja geisteskrank vor allem auch. Oder? Hey, jetzt sind es nur noch 2, aber gerade sah es nach 3 aus irgendwie. Ich weiß auch nicht. Sind's ja auch. Ist ja vollkommen gestört.
Einfach konzentrieren, würde ich sagen. Einer tot. Gut. Vollmacht auf jeden Fall jetzt auch geil. Ich schätze mal, wir können hier natürlich auch nochmal... Geil, Alter. Ja, hit ihn weg. Gut. Noch ein Vieh tot. Oh ja, geil, Alter. So macht man das. Komm, verreck. Okay, aber eine Erfahrungspunkt kriegt man nicht, als ob. Lol. Gut, was mir aber bei Erfahrungspunkten direkt einfällt, wir haben ja noch gar nicht alles im Fähigkeitenbaum gekauft. Oh, wieso respawn? Oh nein, alles respawnt ja jetzt. Jetzt kann ich muss jetzt nicht allein wieder gegen die kämpfen, oder? Bitte nicht. Gut, was fehlt denn hier nur noch? Nur noch das hier oben? 3 Fähigkeitenpunkte. Erhöht jeden Lichtschwertschaden. Fühle die Macht. Trophäe erhalten. Okay. Haben wir alles durch jetzt, oder wie? Es sieht so aus. Ja, Digga. Wir haben den Fähigkeitenbaum abgeschlossen. Also. Das ist doch schon mal wieder auch was Geiles. Weil das mussten wir auch hinkriegen. Freut mich. Nur das, was ich hier sehe, ganz und gar nicht. Ekelhaftes Mistvieh. Ganz ehrlich, geh weg. Junge, ich will doch nur eine gottverdammte Kiste hier sammeln, ja? Was ist denn euer Problem damit? Ich brauche nur die. Ich brauche hier nichts anderes. Ich bin dann hier direkt weg. Warum macht ihr so Stress? Komm bitte. Willst du nachsehen? Hör, das wieder war. Das Vieh war doch gerade tot. Hat er das gerade umgebracht? Geil, Alter. Du komischer Bock. Ding da. Ist genauso scheiße. Aber egal. Ich hasse euch beide. Ja, fightet halt gegeneinander. Auf Ehre. Ah! Scheiße. Ja, gönn, 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 gönn. Das sind so ekelhafte Viecher. So. Jetzt aber nicht mehr speichern. Also, doch. Wenn wir die Kiste haben, speichern und sofort weg. Schnapp's dir, Kumpel. Ich will nicht noch einmal diese so eine Spinne in diesem Spiel töten müssen. Es reicht mir langsam. Wisst ihr eigentlich das? Aha. Da sehe ich doch was. Das war gerade komisch auf der Karte. Also ich konnte es nicht ganz erkennen, dass da was sein sollte. Eigentlich gecheckt. Okay. 2 Kisten noch. 99% abgeschlossen. Ich glaube, so hoch bin ich noch nicht geklettert damals. Aha. Bin nur so hoch geklettert. Ich bin nicht so... Ich habe noch nicht dran gedacht, dass da vielleicht... ja, auch was sein kann. Moin. Wie geht's, Bro? Ein Tag. Oder? Ja, doch, die. Ja, Tag, du Tag. Gott, bin ich witzig, Alter. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verpasst. Eine Kiste fehlt noch. Okay. Okay. Die letzte Kiste des Spiels, Leute. Hier? Ach, da hinten ist sie. Lol. Oh. Da ist sie. Die letzte Kiste. Wieso habe ich die eigentlich noch nie gesammelt? Ist absolut lost. Sieht man dann direkt. Oh. Trophäe erhalten. Eine weit entfernten. Was? Oh,
hast was gefunden. Was heißt denn das jetzt? Mein Freund, nie war ein Ausblick schöner als auf dem Wipfel dieses Baumes. Lol. Wir können jetzt mal direkt gucken bei den Trophäen. Ich weiß nicht, ob ich hier noch irgendwas vernünftig will. Wie läuft denn das jetzt hier? Weil hier ist noch nicht alles. Aber eigentlich müsste da schon relativ viel von getan sein. Erhalte alle Trophäen. Okay, es gibt hier noch solche... ganz, ganz komischen Sachen. Warte, hat sich das gerade aktualisiert? Hä? Wieso steht denn da noch 53? Also dieses Spiel, ne? Gut, das sind halt... das sind halt diese ganz, ganz komischen Sachen. Die gibt's, glaube ich, nur für die PS4. Aber habe ich ja sowieso nie gesagt, dass ich das spielen möchte. Mir ging es nur darum, dass wir überall stehen haben, dass wir diese gottverdammten 100%, wie sie vermutlich am PC wären. Also ich sag mal, wenn wir jetzt am PC das Spiel gespielt hätten, wären wir jetzt vermutlich zu 100% durch, oder? Ich sehe es so. Also diese ganzen Missionen, da ja, triff hier... stand da gerade einen Gegner mit einem verlangsamten Blasterbolzen. Heißt, da muss ein Gegner da sein und der andere da. Und da musst du einen Schuss anhalten und der trifft dann den anderen, oder was? Das ist ja lächerlich. Also, sehe ich nicht als nötig an. So wäre es am PC nicht. Wir werden sowieso bald nur noch PC-Spiele spielen. Digga. Es wäre mir ja alles zu viel, das an der PS4 zu machen. PC ist eh besser, Leute. Habe ich ja auch vorhin gesagt, Grafik ist am PC besser. Und Leute, ich würde sagen, mit diesem Flug dieses Tiers verabschiede ich mich. Endgültig. Es ist der letzte Part nun auch vorbei von Star Wars Jedi Fallen Order. Wie gesagt, es war ein sehr, sehr geiles Spiel. Ich habe nur wirklich sehr wenig auszusetzen. Wie gesagt, die Speicherpunkte und so weiter halt. Das ist halt teilweise doof war, dass man manches neu sammeln musste. Aber sonst, geiles Spiel. Ich würde es mir tatsächlich für einen PC nochmal kaufen. Allein, die Grafik ist halt so geil. Und ich hoffe einfach so, dass es in den nächsten 2-3 Jahren... die sollen sich zwar eigentlich genug Zeit lassen, aber ich kann es nicht erwarten. Es soll ja ein Nachfolger rauskommen. Ich hoffe, er kommt so schnell wie möglich und er wird wieder so geil. Es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, dieses Spiel... oder ein neues Spiel unglaublich perfekt hinzukriegen. Und ich habe da echt viel Vertrauen in Respawn Entertainment. Ich denke, EA hat da auch draus gelernt. Es muss nicht immer so laufen wie vorher. Das Spiel hat ja vieles verändert bei EA. Die haben wirklich ja auch... deshalb bringen die auch einen neuen Teil gesehen. Yo, das ist gut, was wir getan haben. Und ich hoffe, so geht es weiter. Und ich hoffe, lange dauert es dann auch jetzt wirklich nicht mehr. Wie gesagt... bitte, macht ein geiles Spiel. Und bitte, lasst es aber trotzdem nicht so lange dauern. Ich hab Bock. Ich hab richtig Bock auf den zweiten Teil Jedi Fallen Order. Oder wie auch immer es dann heißen wird. Es wurde ja offen gelassen. Es kann einfach Star Wars Jedi. Dahinter kommt ja dann ein Doppelpunkt und dann kommt ja Fallen Order. Heißt, das nächste Star Wars Jedi. Ich freue mich drauf. Leute, lasst doch gerne noch ein Like da, wenn ich... auch euch gefallen hat, das ganze Let's Play eventuell sogar. Fände ich sehr krass, wenn ihr das Ganze wirklich geguckt habt. Das war jetzt echt lange, echt viel. Also wie gesagt, danke, falls ihr es alles komplett euch angetan habt und mir mitgelitten habt, eventuell auch teilweise. Ja, wie gesagt, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, falls ihr neu seid, es noch nicht getan habt oder sonst was und ihr mich vielleicht auch unterstützen wollt. Und dann natürlich auch gerne die Glocke aktivieren, weil sonst verpasst ihr alle Videos, die bald noch kommen. Es wird wild bald, ja. Und ja, das war's dann mit diesem Video. Krass. Bis zum nächsten Video hier auf dem Kanal, was auch immer das sein mag. Schätze mal Pokémon. Okay, bis dahin, Leute. Ciao.